So, wir sind zurück, relativ kurz nach dem ersten Video. Ich zeige euch einmal, warum falsch. Wir werden jetzt also einmal. Ja, okay, nochmal. Wir werden jetzt also einmal Titanflaschen benutzen. Denn ich habe keine Lust, dass uns der gute Titan entkommt. Walter schreibt, er hat in 30 Minuten auch nochmal 4 Angriffe. Okay. Ich nutze jetzt einmal eine Flasche. Titan, wir haben heute den Kaiserdrachen. Gelber Titan, Stufe 10. Wir haben noch 4 Stunden, 8 Minuten übrig und sind mit 493.000 ein Quäntchen im Rückstand. Wir sehen gerade Myxophobie slash Bastian. Grüße an dich, mein Lieber. Hat fleißig eine Flasche genommen. Ich glaube, mindestens eine. Ja, ich habe vorhin auch eine genommen. Ihr seht, es lief für mich ganz gut. durchschnittliche Hits, Hithöhe liegt immer so bei 48.000. Gucken wir uns mal den letzten an. Da, ja, 47, also ist es ähnlich. Ansonsten finde ich es bemerkenswert, dass, oh, 58.000, Entschuldigung. Finde ich es bemerkenswert, dass irgendwie der Großteil der Allianz kein Glück hatte in der Hithöhe. Sind alle relativ durchschnittlich bis niedrig. Versuchen wir mal, das Ganze ein bisschen zu kompensieren. Ich sehe gerade, ich muss ja nochmal Harpunen nachbauen. Grundsätzlich benutze ich gar nicht so viele Harpunen bei meinem lila Team, da ich durch Kuhnchen auf jeden Fall die Möglichkeit habe, die Verteidigung runterzusetzen. Aber hey, legen wir los. Auf geht's in die erste Runde. Ja. Machen wir das mal auf alle Fälle so. Sehr schlechtes Board, sehr zäh. Das wird jetzt ein peinlicher Hit. Kein Vergleich zu sonst. BBA, du siehst, es ist also nicht jeder Tag gleich, nicht jeder Hit ist gleich. Es lohnt sich hier nicht mal einen Wirbel mit einzusetzen, da einfach keine Lilan, ausreichend Lilan da sind. Manchmal muss man ein bisschen, hoppala, nachhelfen. Ja, ich nutze Talak. Das haben wir ja schon mal kurz besprochen, weil Talak im Vergleich zu Ranvier sehr konstant ist. Er hat zwar weniger Angriffskraft, die er spendet, wenn man so will. Das heißt, das sind 100%. Allerdings sind die eben zuverlässig. Und auch wenn Ranviers Hits dadurch etwas höher sein könnten und meine Gesamthitleistung höher sein könnte, ist es doch so, dass sie dadurch sehr konstant ist. Ich glaube, wir sind ja nicht mal bei 20k. Naja, doch. 24, 25k vielleicht. Mal schauen. Um 30. Okay, versucht mal, wenn ich das jetzt hinkriege, im nächsten Turn darauf zu achten, wie viel Schaden die Rabenlakaien von Freya machen. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, was Freya anbelangte. Allerdings hat sich das relativ schnell wieder gegeben, denn jeder Rabenlakai, so verstehe ich das, erhöht den Schaden des anderen Rabenlakaien. Das heißt, je mehr Rabenlakaien man hat, desto höher ist der Einzelschaden jedes Rabenlakaien. Jetzt habe ich so oft Rabenlakai gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, was Sache ist. Okay. Naja, es läuft etwas besser. Aber noch ist nicht alle Tage Abend. Und ja, ihr seht, ich habe mich entschieden, das Kostüm von, oder den Rigard reinzunehmen, das Kostüm von ihm, besser gesagt, weil ich der Auffassung bin, dass insgesamt betrachtet der Angriffsbonus, der mit Talaks Angriffsbonus stackt, das begutachten wir gleich nochmal, mir mehr gibt, als wenn ich nur Talak mit reinnehme oder irgendwie zum Beispiel noch Tutamun. So ist der Gesamtschaden etwas höher. Ja, Hehl ist natürlich ein netter Bonus, wenn es darum geht, den Titan zu stoppen, sein Mana zu stoppen, den Angriff.
Ja. Auch der Hit wird vielleicht knapp über 40k. Na, mal schauen. Was hier noch so geht. Na, der war besser. Vielleicht 40. Auch leider nicht so gut diesmal. Nicht, dass ich noch eine Flasche einsetzen muss. Aber das werde ich von Walters 30 Minuten abhängig machen. Ich gehe nach dem Video gleich nochmal kurz rein und lesen uns nochmal durch, was genau Thalak macht, für die Leute, die es nicht wissen, beziehungsweise was Rigards Kostüm macht. Logischerweise habe ich da jetzt keine Zeit für. Thalak habe ich erst vor kurzem hochgelevelt, wenn man so will, also es ist knapp einen Monat her. Der dümpelte bei mir relativ lange rum, weil ich überlegt habe, ob ich die grünen Materialien anders einsetze. Das wären auch schon wieder keine 40k, wenn nicht gleich was passiert. Aber hey, probieren wir mal Folgendes. Levelwind. Neuanordnung. Macht sich meist ganz gut. Nachgeholfen, damit Kuhnchen die Verteidigung senkt. Na komm, einen Hit kriegen wir noch hin hier. Tja, Schnapszahl. Muss ich wohl an ausgeben. Ja, soweit so gut. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, jetzt liegen wir wieder gut im Turn. Das ist gut. Oh, okay. Das ist in Ordnung. Jetzt gehen wir mal kurz nochmal abschließend rein, wie besprochen. Thalak. Ich spare noch ein bisschen mit Marken, weil ich eigentlich hoffe, auf zwei Wappenröcke. Zwei fehlen mir. Für den guten Jabberwock, denn auch der Jabberwock ist interessanterweise ein Mönch. Das Paradox des Klingenmark, deswegen habe ich Thalak noch nicht zugeknallt mit Marken. Ich hätte hier also ein paar zur Auswahl. 107 nur gesehen, aber irgendwo dümpeln hier noch mehr rum. Irgendwo hier unten, ich glaube bei Bjorn, dem habe ich nämlich noch ein paar. Bin ich schon vorbei, ne? Hier in die Hand gedrückt, hat nochmal 20 Marken. Okay, Thalak. Thalak. Alle Helden erhalten plus 100% normalen Angriff für 4 Züge. Das heißt also, das betrifft logischerweise nur die Brackets, nur die Steine und nicht zum Beispiel wie durch Ranvir oder Wukong auch die Spezialfähigkeiten. Nur habe ich halt den Bonus, dass hier nichts verfehlt. Er kann mit ähnlichen Statuseffekten bis zu einem Maximum von 160% normalen Angriff gestapelt werden. Und er regeneriert ein bisschen. Das heißt, gucken wir einfach mal, was der gute Rigard macht. Das ist ein Kostüm. Alle Helden regenerieren ein bisschen, ist klar. Alle Verbündeten halten 48% Angriff für 4, 3 Züge. Das heißt also, er ist kombinierbar mit Thalak. 48% plus 100% sind 148. Kommt auch noch nicht ganz an Ranvir ran. Ich glaube, der ist irgendwie bei 179 oder so. Nein. 195, aber gut. Und zusätzlich ist solche Sachen auch eben stackbar mit Sturmfang. Hier nur 37, hier 48, nein 30 und hier 48. Da sind wir also auch so bei Maximum 150. Ja, das heißt, die einzige Ausnahme, in der ich Thalak nicht benutze, ist tatsächlich, wenn ich das gelbe Team nehme, weil ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Ich habe einen 5 gelbe drin, was den Schaden insgesamt erhöht. Und ich habe dann Ranvir drin. Wobei Ranvir eben nur 70 ist. Noch nicht 80. Mir fehlt ein Dartpfeil, aber auch die werde ich nicht für ihn benutzen. Ich denke, das werde ich für Vivica benutzen. Ja, soweit, so gut. Bis nachher.